eigentlich? War gar nicht einfach. Aber sag mal, wenn dir das Ding so wichtig ist, warum hatte Adam es dann? Lange Geschichte, auf die ich nicht besonders stolz bin. Sagen wir einfach, dass ich unvorsichtig war, aber jetzt habe ich ihn ja zurück, dank dir. Komm schon, lass mich nicht umsterben, Yazir. Was ist passiert? Ich möchte wirklich nicht darüber reden. So schlimm kann's doch nicht sein. Worum ging's? Eine Mutprobe oder so? Oh, ging's um eine Frau? Ach, eine Frau und ein Huhn. Ein Huhn? Lol. Es ist 5 Jahre her. Eskis Mutter war seit 1,5 Monaten tot und ich war einsam. Es gab da eine Witwe in der Stadt. Sie mochte Hühner. Wie, gebraten? Nein, als Haustier. Lol. Adam hatte diesen spektakulären Hahn und eine Schwäche für Karten. Was, du hast also den Säbel deines Opas in einem Kartenspiel um einen Hahn verloren? Wie ich bereits sagte, ich bin nicht sonderlich stolz darauf. Und was ist aus der Witwe geworden? Was glaubst du denn? Adam hatte den Hahn und den Säbel meines Großvaters. Die Witwe hat ihn geheiratet. Lustige Geschichte. So Leute, wir haben das jetzt geschafft und ich versuche jetzt nochmal diese andere Mission. Und vielleicht kriegen wir es ja hin. Schauen wir auf die Karte. Ja, wir sollten so ein paar Nester hier nur ausmerzen. Das wird ziemlich schwierig, aber okay. So, dann probieren wir das dann nochmal. Bin neugierig, ob wir es hinkriegen, aber am Tag. Ja. Und wenn nicht, dann, ja, dann tut es mir wirklich leid. Dann können wir die Hauptquest leider nicht abschließen. So, jetzt schauen wir, dass es... Irgendwas habe ich da gelesen. Habe jetzt Punkte gekriegt oder sowas? Lol. 91.000 haben wir. Wenn ich schlafe, kriege ich meine Punkte oder so. Irgendwie geht es, keine Ahnung. Ah, der Buggy ist nicht hier, den muss ich respawnen lassen. So, dann fahren wir zu der Mission. Auf dem Weg hin können wir ja ein bisschen rumtrollen, Blödsinn machen. Und whatever. So, wir haben Bolzen, wir haben alles, was wir brauchen. Gute Waffen. Da habe ich nachgeladen, hoffentlich, falls wir es noch mal brauchen. Und eine schöne Axt. Hallo, Buggy! 2 Kilometer, das ist ein weiter Weg. Jetzt schauen wir mal. Ja, ich werde es noch mal probieren darunter. Muss mal schauen, wie ich hier fahre. Okay, die Richtung stimmt. So. Dann so. Oder? Ja. So, und jetzt einfach entlang und dann vielleicht den Eisenbahnschienen entlang. Ja, es ist ein sehr weiter Weg. Boom. Gibt immer schöne Punkte. So war es nicht geplant. Oh nein, Baum! Nein, nicht du! Oh Gott, ins Gift auch noch rein. Oh, ich krieg hier Fahrerpunkte. So, sind wir richtig? Denke schon. Oh, ein bisschen Gas geben hier. So, wo muss ich lang? Oh, da hinten war irgendwas. Denen könnte ich helfen, mache ich selbstverständlich. Kann ich die neue Waffe hier ausprobieren? Wow, die zieht die Waffe. Ja, warte, ich mach schon. Hör auf, da rumzufuchteln, du bist gefährlich. Gerne, gerne. Ist kein Problem. Dankeschön, ich krieg einen Ritter. Jawohl, Mann. Danke, dass gerne, gerne. Ist das kein Ding? Das ist doch mein Hobby. Ein Handy haben wir auch gefunden. Ein bisschen Benzin vielleicht noch. Nein. Ah, ein bisschen abbluten hier. Benzin brauchen wir immer, besonders wenn wir einen Buggy viel benutzen. Na, da. Gut. Und
weiter geht's. So. Was wollte ich? Ja, Benzin. Ihr habt hier alle ein bisschen Stress, hä? Da ist nichts drin. Ja, auf der anderen Seite. Da. Oh ne, nicht schon wieder so ein Speckbärt. Lass den in Ruhe hier. Ah, die Axt ist scheiße. Das ist so eine Zweihand-Dings. Die muss ziemlich ausholen. Das ist ungut. Oh, sie fährt zwar richtig ein, aber sie muss ausholen. Das ist das Problem. Aber vielleicht können wir den... Oh, hau ab. So. Arschgeige. Hallo. Wir machen das schon, wir zwei hier, hä? Oh, ich dachte, der ist tot, scheiße. Normal wirkt es immer gleich. So, nochmal neu tarnen. Finde ich gut, dass die Monster, also die Zombies nur dann reagieren, wenn man sie direkt angeht. So, wir müssen hier nämlich ein bisschen aufräumen, dass ich meine Ruhe habe hier. So, und jetzt gehen wir den Dicken dann nur an. So. Also zum Buggy nicht, weil dann macht er mal wieder den Buggy kaputt. Ja, da kannst du laufen. Das ist mir egal. Komm her. Idiot. Ah, das war zu spät. Scheiße. Ja, kann passieren. So, der ist stinksauer. Oh. Ah, zu spät, zu spät. Dieses Ausweichen habe ich nicht drin. Alles andere kann ich, Leute. Ah, komm jetzt. Ich wollte gerade zuschlagen. Ja, die Axt ist ziemlich arschlangsam. Das ist das Problem. Oh, jetzt wirft er wieder mit Steinchen wie ein Kind. Weil er nichts anderes kann, oder was? Komm. Naja, einmal habe ich ihn zumindest getroffen. Aber du brauchst zu viele Erste-Hilfe-Pakete mit dem Deppen hier. Das ist halt... Ja, jetzt ist er wieder sauer. Oh, ja, ist schon anstrengend, aber dieses Laufen ist so nervtötend. Dann komm her, Pisser. Komm. Oh, nicht Steine schießen, du Lappen. Komm her da. Kämpf. Aua. Der hat wieder gesessen. Oh, jetzt muss man wieder aufbauen. Oh. Alter. Normal kann man da zweimal zuschlagen. Wieso geht's jetzt nur einmal? Oh, nee. Oh, jetzt hat er den getötet, die Sau. Gut, ich loot ihn mal. Und den nur eine... Oh, der Dancing. Ah, komm, ey. Ich war schon am Haken. Was soll das? Ey, das sind so scheiß Sachen, die was da einfach nur im Sack gehen. So. Ja, ich kriege eine, das ist mir schon klar, aber egal, irgendwie müssen wir das Arschloch ja schaffen. Ich will den jetzt schaffen einfach, ich gebe hier nicht auf. Der gibt mir nämlich am Piss. Ist das jetzt endlich? Noch immer nicht. Alter, was hält denn der aus? Jetzt habe ich den doch schon 10-mal in die Fresse gehaut. Das gibt's doch jetzt nicht mehr. So, hat das jetzt. Nur immer nicht, das gibt's. Der ist schon nervtötend, aber er ist ziemlich im Arsch.
Noch immer nicht, ey, ohne Scheiß. Komm, renn halt nochmal gegen einen LKW, du dummer Hannes. Ich weiß nicht, was der aushält. Immer nicht. Gehen wir LKW looten beim Fighten. Oh, jetzt kommt er. Aber ein bisschen doof ist der schon. Aber die Axt, die haut rein. Oh, jetzt geht er wieder Stein. Wenn er nichts kann, dann kommt er mit den Steinen, ne? Wie ein Kind. Mi, schießt dir einen Stein am Kopf. Und wenn sich der Gegner umdreht, renne ich weg. Weil ich ja eine feige Sau bin. Ja, komm her. Na komm, wir spielen. Let us play a game. Rennst du hin? Ich glaube, der wird jetzt wirklich langsam stinksauer. Aua, aua, jetzt hat er mir mal eine mitgegeben. Okay. Ja, der ist aber ein interessanter Fight, das muss ich sagen. Das ist spannend. So, komm her, du Arsch. Strunzdumm ist er nur, halt. Aber, sag mal, was hält der aus? Das gibt's doch jetzt nicht mehr, den habe ich doch schon 30 Mal... Ah, oh, jetzt hat er mich erwischt. Scheiße, ich will denn hier nicht drauf gehen, ne? Haben wir's jetzt? Das gibt es nicht, Leute, ernsthaft. Da locker schon... Ey, ich meine, die Axt hier macht auch guten Damage, ja? So ist es ja nicht, dass die keinen Damage macht. Nicht mehr nachlaufen, das ist nicht gut. Hammer's? Nur immer. So was, ey. Das gibt's doch nicht, Leute. Hey, mach ich was falsch? Ist es ein Bug? Oder wieso stirbt er nicht? Ich hab dort 20, 30 Mal schon rein und die Axt macht guten Damage. Ja, machen wir mal Ringerei wieder, ne? Das ist aber Schluss dann langsam hier. Immer nicht, Alter. Du übertreibst das aber schon, ne? Sag mal, stirbt der? Ich glaube, der stirbt gar nicht, Leute. Das kann nicht sein. Ist das Normales hier? Hör auf, Steine zu schmeißen. Komm, du Kleinkind, du. Kleinkind, ist der doof! Alter, das gibt es nicht, Leute. Ich habe den doch jetzt über 30 Mal getroffen. Ich verstehe es einfach nicht. Ohne Scheiß, ich habe den 30 Mal getroffen. Ist ja nicht so, dass ich sage, er ist unbesiegbar. Ich habe ja meine Strategie jetzt, die läuft. Aber, ja, musst du irgendwann mal down gehen. Schaut euch den an, wie der anschaut. Ist das jetzt wirklich ein Bug? Jetzt! Aber ey, jetzt will ich aber Punkte wie Sau haben für das, ey. Ich weiß zwar nicht, was ich gekriegt habe, aber ordentlich. Oh, Fechtmeister, ja man! Hat sich rentiert, das war irgendein besonders schwerer, Leute. Hat deshalb Punkte gegeben hier, ja, ja. 10, 20.000, irgendwas in die Richtung. Das war ein sehr knackiger Gegner. Er hat Spaß gemacht, aber er hat sich ordentlich gezogen. Wir haben wieder einen schönen Mod gekriegt. Wo ist eigentlich unser Buggy? Ja, da. So, wir wollten ja zu dieser Mission da. Das ist dann da rechts. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt. Was heißt schaffen? Schaffen geht's ja gar nicht. Es geht darum, dass sie verpackt war. Und da kann man nichts schaffen, wenn eine Mission verpackt ist. Ne? Oh, Steine. So. Oh nee, nicht der. Haha, Arschgeige. So, jetzt lege ich den mal aufs Dach, den Buggy. Oh, aufs Dach habe ich ihn nicht gelegt, aber versenkt. Das ist natürlich genauso bescheuert. Aber egal. Ich hole mal den dann. Ich könnte den da oben wiederholen, aber ist egal. Oh nee, du stinkst. Mit dem gehe ich nicht spielen. Diese Explodierzombies sind nicht gesund. Oh, was ist denn hier los?
Oh, haben wir es übertrieben? Das zieht, Leute! Sieht, was ich hier mache? Oh na, der Dicke! Oh. Den Dicken lege ich mich schon an, aber vorzugsweise getarnter. Ah, geh weg! Da knabbert mein Haxen. So ein Schwein. Oh, jetzt habe ich aber gekriegt, hä? Halt mich fest, die Schweine. Da ist aufgeräumt worden. Arschkriegen. Alter! Verpiss dich! Na, du wirst jetzt sterben, du Missgeburt, du Elende. Mann, ich wollte mich gerade tarnen. Der geht mir schon am Sack da ein bisschen. Ich kann mich hier nicht tarnen, wenn du mal ein Piss. So, weißt du was? Speckbärt. So. Oh, auch wenn du in der Luft bist, trifft er dich. Das finde ich ein bisschen unfair. Aber ist egal. Wir kriegen den. Das ist überhaupt kein Thema. Fettsack. Hässlicher. Oh, da lebt noch was, sehe ich gerade. Es macht Spaß, mich sieht. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!